Ja, herzlich willkommen, liebe Fußballfreunde, hier auf Setz Football, hier mit Sima TV Beat the Pro Folge 10 an diesem Montagabend. Ich begrüße euch alle recht herzlich hier im Chat. Ihr seid schon zahlreich dabei, also riesen Dank an der Stelle nochmal. Und natürlich wie immer jeden Montag jetzt alles teilen, was zu teilen geht. Haut alles raus, denn wir wollen, dass dieser Modus weiter wächst. Und das schaffen wir natürlich nur mit jedem Einzelnen von euch da draußen. Also teilt, was die Mutti hergibt. Und dann sind wir hier weiter auf weiter Flur unterwegs und werden die Sache groß aufziehen. Ja, worum geht's heute? Natürlich Beat the Pro. Letzte Woche, Folge 9, war ein 9:0 Erfolg von Yannick Reiners gegen Chris Mehl. War ein verdienter Erfolg unter dem Strich. 123 Zuschauer hatten wir am letzten Montag. Das war absoluter Zuschauerrekord. Und heute wollen wir diesen natürlich knacken. Und demzufolge komme ich natürlich auch gleich mal auf euer... Ja, nicht auf euer, sondern auf unseren Herausforderer heute vom Yannick. Vielen Dank für euren Support hier im Chat. Ihr seid einfach die geilsten, auch im Namen natürlich von Setz Football an der Stelle. Ohne die das alles hier gar nicht möglich wäre, weil es ist halt von ihnen ins Leben gerufen und ich bin der Kommentator. Genauso ist es. Also teilt den Beitrag, so gut es geht. Und dann fällt vielleicht heute Abend wieder die Bestmarke, in dem Fall die 123. Ja, also, wen haben wir heute? Wir haben heute den Nicolas Wolf. Nicolas Wolf wird jetzt wahrscheinlich ja nicht jedem irgendwas sagen, aber ich kann euch definitiv sagen, dass Nicolas Wolf kein Unbekannter ist, denn er ist frische, oder nicht frische, sondern junge, 19 Jahre, nicht so wie ich, fast 40, und ist Basketballprofi von Beruf und spielt bei Vereinen wie einmal Baunach in der zweiten Basketball-Bundesliga und Brose Bamberg in der ersten Basketball-Bundesliga. Das ist da, wo Alba und auch der FC Bayern spielt. Ja, also das ist auf jeden Fall ein Mensch, der weiß, wie möglicherweise solche Spiele funktionieren könnten. Auch mental ist das eine andere Geschichte, das ist auch klar. Aber ich denke, dass der Nicolas eben mental so stark sein könnte, um hier vielleicht heute den Yannick an seine Grenzen zu bringen oder vielleicht eben doch mal dann dieses ersehnte Elfmeterschießen oder die ersehnte Verlängerung zumindest für uns alle hier, dass es spannend bleibt, herbeirufen kann. Lieblingsverein ist der SV Werder Bremen. Da gibt es einige hier draußen. Und seit wann spielt er FIFA? Seit 15, 16, sagte er. Anfangs war er sehr, sehr intensiv damit beschäftigt, Ultimate Team zu spielen. Und jetzt vor 3-4 Monaten ungefähr war es ihm so aus zeitlichen Gründen gar nicht mehr möglich, dass er... die Sache so weiter verfolgen konnte. Das ist auch klar, sicherlich auch aufgrund seiner sportlichen Laufbahn als Profi, als Basketballprofi. Da muss man dann Abstriche machen und natürlich sollte jeder dann zumindest dafür Verständnis haben, dass es eben diese Bahn ist. Moment, ich muss mal ganz kurz abtauchen und mal mein Telefon leise machen. So, jetzt passt das. Ja, und warum er zu Beat the Pro kommt, da hatte er mir gesagt. Er hat einfach mal gedacht, er meldet sich an und probiert es einfach mal. Er hätte natürlich wie alle anderen nie im Leben daran geglaubt, dass er gezogen wird. Aber ihn hat es getroffen, er wurde gezogen und er spielt heute gegen Yannick Reiners hier um 450 Euro. Und ich denke, dass wir ihm dafür natürlich wie allen anderen auch viel, viel Glück wünschen. So. Genau. Und wir sehen im Hintergrund schon das Team vom Yannick. Er ist schon bereit. Das ist auch mal ein sehr, sehr gutes Zeichen. Und ihr dürft natürlich jetzt mal raushauen, was ihr denkt, wie diese Partie enden wird. Ja, das ist immer, also wie gesagt, klar, teamtechnisch hat der Yannick sicherlich wie so oft die Nase vorn, aber das ist halt nicht das entscheidende Fakt, denke ich mal. Weil es ist halt auch diese mentale Geschichte. Man kann auch mit schlechteren Teams bestehen.
Das haben wir in der Vergangenheit auch gesehen, glaube ich, beim 13-0. Ich weiß gar nicht, wer es war, dieses, also in Klammern knappe 13-0. Und für Nikolas wird es heute auch darum gehen, dass es erstmal heißt, hinten den Laden zuhalten, sich aus der guten Defensive nach vorne versuchen zu bewegen und möglichst versuchen natürlich, den Jannik nicht ins Spiel kommen zu lassen, weil wir wissen, wenn der Jannik einmal im Spiel ist, dann wird es richtig schwer, vor allen Dingen, wenn er dann seine Führung erzielt hat. So, ich guck mal auf den Chat und nochmal die Info an euch. Leute, teilt, was das Zeug hergibt, dass wir unseren Rekord heute Abend hier zusammen erreichen und knacken. Ist nicht immer einfach, ist mir auch klar, aber es wäre einfach eine fantastische Sache, um es mal so zu sagen. Ich hoffe, dass natürlich wieder alles technisch funktioniert, dass unser Stream hier nicht abraucht oder irgendwas. Bis jetzt hat es das noch nicht gegeben. Hoffen wir natürlich, dass es heute Abend auch so wieder ist. Ich gehe mal die Resultate durch hier. Und zwar haben wir, Martat sagt 14-0, das ist schon ordentlich. Fabian Köppen 6-2, Kevin Pollock 5-0 für Yannick, Rico Hölzel 6-0, ich denke auch für Yannick, Enrico Büchel 5-0 für Jeff, Marcel Reiners 10-0 für Yannick, Johannes Ahler 5-1, Daniela Glaser, Nico gewinnt. Sascha Müller, Nico, gib alles, du bist psychisch so stark. Das ist genau das, was ich angesprochen habe. David Manske, ich grüße dich im Chat. Willkommen und natürlich auch dir viel Spaß. Andreas Adamitz 6-1 für Yannick, Marvin Weber 7-0, Alessio Di Benedetto 3-4 für Nicolas Wolf. So lese ich das raus. Norman Jasik 6-1 und Mike Hahnen 8-0. Also natürlich, aufgrund der vergangenen neuen Folgen, die wir hatten, hat der Yannick, ich denke, schon einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Viele wissen, was er in der Lage ist zu leisten. Aber wie eben auch gerade geschrieben wurde, ich halte Nicolas für mental sehr, sehr stark. Auch wenn es vielleicht ein 1- oder 2-0 Rückstand ist, halte ich ihn für sehr, sehr stark mental, und dass er das dann auch irgendwie verpacken kann, dass es vielleicht hier zum Jackpot heute Abend reicht. 450 € sind drin und die Frage ist nur, fällt er oder steigt er auf glatte 500 für nächste Woche Montag? Und wie immer könnt ihr euch natürlich morgen ab 14 Uhr auf Facebook Gesetz Football dafür wieder anmelden und mit ein bisschen Glück seid ihr dann Montag hier zusammen mit mir auf Sendung. Und natürlich mit den ganzen, ganzen Interessenten. Marco Gründlach 2-3 für Nico, Marco Schmidt noch, Marc Schmidt 5-1. Ja, aber ich sehe schon, dass der gute Nikolas hier einiges an Support mitgenommen hat. Ja, ist auf jeden Fall eine feine Sache, wird ihn eben auch nochmal, ich denke, antreiben. Und das hoffen wir natürlich. Und unterm Strich hoffen wir, dass es eben wirklich ein ganz, ganz toller Abend wieder wird, dass er möglichst lange spannend ist, dass er offen bleibt. Und ich wünsche mir immer noch, wie ich es schon immer wieder sage, jeden Montag seit nun 10 Wochen einfach mal etwas Verlängerung oder Elfmeterschießen. Wäre natürlich wunderbar. Währenddessen der Yannick hier nochmal so ein bisschen die Preise vergleicht. Das ist schon ein sehr, sehr gutes Team. Robin Up 14-0 für Yannick. Leon Bullisch 27-0, Nico. Okay, alles klar. So, die Suche läuft. Ich wünsche euch wie immer natürlich viel, viel Unterhaltung und nochmals die Info: teilt dieses Video einfach, um diesen Modus weiter voranzutreiben. Wir wären euch sehr, sehr dankbar darüber. 123 gilt es zu schlagen. Und natürlich, wenn es nicht klappt, ist es nicht weiter schlimm, aber es würde uns natürlich sehr, sehr freuen. Genau. Daniel Keppeler 2-1 für Nikolas. Ja, also ich finde es super, dass der Nikolas hier so viel, ja, ich sag mal, Support hat. Das freut mich für ihn persönlich. Das ist einfach wirklich für die Mentalität ganz, ganz wichtig. Und dann hoffen wir, dass sie sich natürlich auch finden. Und dann können wir hier loslegen. Ich gebe euch dann schon mal den Vollbildmodus. Ihr kennt das. Und dann warten wir einfach mal, ob wir hier gleich zusammenkommen. 90 Leute haben wir dabei. Mike Hahnen, Nikolas, wir glauben an dich. Ganz starker Support. Und natürlich beiden Spielern viel, viel Erfolg. Der Nico hat natürlich den Vorteil, er kann hier wirklich komplett befreit aufspielen. Jetzt ist er da.
Und natürlich hoffen wir, dass verbindungstechnisch wie immer alles funktioniert und dass wir hier keine Probleme kriegen, sondern dass wir wirklich die ganze Geschichte hier zusammen ohne Probleme schauen können. Hab schon mitbekommen, dass der Stream immer so ein kleines bisschen hängt, ist aber nicht weiter schlimm. Da muss ich bloß mal kurz ins Bild reinklicken. Und jetzt scheint es doch nochmal einen Moment zu dauern. Aber das ist gar kein Problem, denn wir haben ja ein bisschen Zeit an diesem Montagabend. Es ist ja nur dieses eine Spiel. Und von daher feuert eure Jungs an, feuert den Yannick an, feuert den Nico an. Und dann brennen wir hier heute unseren Chat ab. Vielleicht wird's der Abend der Abende und vielleicht fällt heute eben die Frage, die wir uns jeden Montag stellen. Vielleicht fällt heute der Jackpot, sofern die Partie natürlich zustande kommt. Das ist ja nochmal die andere Geschichte. Aber eigentlich kann ich euch auch nochmal mein Gesicht zugute tun. Auch wenn es vielleicht nicht jedem gefällt, aber da müsst ihr jetzt durch. Und ja, vor allen Dingen, die da sind, lasst auch einen Daumen hier bei ZFootball auf der Seite, dass ihr nichts mehr verpasst. Und gerne auch Facebook SiemerTV oder Twitch SiemerTV. Da dürft ihr mir auch euren Support schenken. Würden wir uns sehr, sehr drüber freuen. Und jetzt sieht's doch schon mal ganz gut aus. Die Uhr tickt. Wenn wir in der Gästekurve stehen, dann wollen wir Nico siegen sehen. So feuern wir ihn an, so laut wie jeder kann, damit er mit 450 nach Hause geht. Ja, sehr schön. Der Beste. Wunderbar. Genau, jetzt haben wir das Team vom Nico. Das ist gar nicht so schlecht. Natürlich ist es nicht, sag mal, mit dem vom Yannick vergleichbar. Währenddessen ich nochmal schmule. 115 Leute sind da. Einmal einen Push noch und dann knacken wir es. So, die obligatorische Pause nochmal. Natürlich wird nochmal umgestellt. Ich lege mir meinen Sound zurecht hier und hoffe, dass jetzt dann gleich alles funktioniert. Und wünsche euch wie immer bestmögliche Unterhaltung hier. Der Yannick von links nach rechts und der Nico von rechts nach links, ganz in Weiß. Luis macht es erstmal schon in dieser Anfangsphase sehr gut mit ruhigem Passspiel. William. Und jetzt aber Yannick mit dem Ramos dazwischen. Ronaldo. Griezmann. Immer noch Griezmann. Ja, gut verteidigt, ja. Doucouré. Bailey. Also er versucht es auf jeden Fall wirklich über Sicherheit. Und er strahlt schon jetzt diese, wie ich es angesprochen habe, Mentalität aus. Kane. Immer noch. Kane abgeblockt. Marcello erstmal dazwischen. Ronaldo mit dem langen Ball nach vorne. CR7. Jetzt mal auf der rechten Seite. Valencia. Hullet. Kanté. Hullet. Jetzt mal Yannick wieder. Ball rechts raus auf Valencia. Nochmal in die Mitte gelegt. Da kommt Ronaldo. Und das 1 zu 0 für Yannick Reinders in dieser 11. Spielminute. Aber, das ist hier noch lange nicht die Entscheidung. Da hat er sich dann gut durchgesetzt und dann hatte der Nico, ja, ich sag mal, leichte Probleme im Stellungsspiel vielleicht. Und dann war die Lücke da. Und das Tor fiel. Was aber natürlich überhaupt noch gar keine Aussagekraft hat, denn es ist noch mehr als genug Zeit. Jetzt der nächste Angriff über linke Seite mit Gareth Bale gegen zwei Leute. Sich da gut behauptet. Marcello nochmal. Griezmann am 16er. Die Grätsche kommt und es gibt den Strafstoß. Es gibt Strafstoß für
Yannick Reiners hier, 15. Spielminute. Ja, weiß ich nicht. Also, ja, ich weiß nicht, ob es außerhalb war. Keine Ahnung. Ja, unglücklich, würde ich sagen. Aber dennoch, R9 mit der Möglichkeit zum 2:0. R9 und der Gea hat ihn. Und im zweiten Versuch dann R9 mit dem 2:0. 16. Spielminute. Also, schnelle 2:0 Führung hier auf jeden Fall für Yannick Reiners. Und das stellt Nicolas natürlich jetzt vor eine Geduldsprobe. Wird sich zeigen, ob es möglich ist, diese Mentalität, die er beim Basketball an den Tag legt, hiermit reinzubringen. Young. Sergio Ramos. Hullet. Ja, der Stream hängt immer ein bisschen. Bale. Marcello. Linke Außenbahn. Hat da viel Raum wieder. Zwei Leute aussteigen lassen. Griezmann. Ja, versucht da den Ball rumzulegen. Aber das hatte Nico geahnt. Jetzt der Lupfer rüber auf die rechte Seite. Ronaldo. 3:0. Yannick Reiners. Klare Führung jetzt. Wobei ich aber finde, dass der Nicolas da sehr, sehr gut im Spiel ist eigentlich. Er macht eigentlich alles richtig. Natürlich immer noch abwartend über das Passspiel. Und jetzt bin ich sehr gespannt, ob ihm da ein bisschen was zu einfällt. Ob er hier vielleicht nochmal irgendwie in die Partie zurückfindet. Wobei so ein 3:0 natürlich nach so einer frühen Zeit immer wieder diese moralische Geschichte ist. Griezmann. Ah, da war die Möglichkeit zum 4:0 für den Yannick. Und Eckball. Kurze Variante. Marcello. Ball direkt in die Mitte. CR7. Lupfer rüber auf die andere Seite. Bailey klärt per Kopf. Und jetzt sollte mal Nicolas versuchen, dass er sich da irgendwie so ein bisschen ja befreit. Jetzt mal der lange Ball aus der rechten Seite. William, das hat er gut gemacht. Das hat er richtig gut gemacht. Das ist die Möglichkeit. Kane! Und der Pfosten rettet für Yannick Reiners. Gutes Ding da von Nicolas. Ein richtig gutes Ding. Da hat er mal einen ausgepackt. Aber wurde dafür nicht belohnt. Aber das wäre zumindest ein Mittel. Rollet. Rui Costa, Kanté, raus. Doucouré. Ah, spielt er wieder rechts rüber auf Willian. Kanté, Valencia. Ah, Vieira dazwischen. Ansatz war wieder gut. Jetzt ist wieder vier Platz da. Gareth Bale zieht ein bisschen in die Mitte. Griezmann nochmal rechts raus auf CR7. Schon im 16er. CR7 Ball in die Mitte. 4:0. Yannick Reiners. Das geht dann irgendwo zu schnell. Vor allen Dingen jetzt auch bitter für Nicolas nach dem Doppelpfostentreffer. Kassiert ja hier das 4:0. Und nun ist es natürlich ein Stück weit weg. Aber dennoch denke ich, dass der Nicolas hier weiterhin alles versuchen wird. Overmars. Mit dem guten Ball in den 16er. Kane versucht es aus Spitzenwinkel. Aber Ter Stegen muss da nicht hin. Vieira. Griezmann. Hullet. David Luiz. Rui Costa, dem langen Ball in die Offensive, aber Ferdinand kommt da gerade so zwischen und klärt diesen Ball in die Spitze. Aber trotzdem habe ich das Gefühl, dass Nicolas das Zeug dazu hat, hier das ein oder andere Tor nochmal zu treffen. Jetzt kriegt er den Ball nicht durch auf die rechte Seite zu Willian, weil Marcello, glaube ich, dazwischen stand. Griezmann, Rui Costa, Valencia.
Ja, nochmal Bale über die linke Seite. Flanke kommt in den 16er. Und Ronaldo setzt da zum Seitfallzieher an, wenn ich es richtig gesehen habe. Erreicht den Ball aber nicht. Ja, also was bleibt für ein Fazit aus der ersten Hälfte dieses Spiels? Yannick Reiners verdiente Führung. Ich würde sagen, vielleicht ein Tor zu hoch. Ne? Pech auf Seiten von Nicolas, der das gut gemacht hat in dem Angriff. Dann Doppelpfosten. Vielleicht, wenn dieser Treffer fällt, hast du eben wirklich, ich sage mal, diesen Schub nochmal, ne? Etwas zu erreichen. Aber ein Tor würden wir ihm natürlich gönnen, das ist klar. Und vielleicht gelingt es ihm ja noch. Marcello. Neymar. Auf der rechten Seite jetzt wieder mit Marcello im Zusammenspiel. Vieira, Fehlpass, Rui Costa. Doucouré, Kanté. Valencia mit dem Ball auf die rechte Außenbahn. Jetzt mal Kanté. Nochmal Doppelpass hier, wieder Kanté. Na, kann da vielleicht was rumkommen jetzt für Nicolas? Das macht er gut. Auf engstem Raum da, guter Ball auf Kane mit der Chance, der Abschluss. Aber Neymar hilft dann in der Defensive. Aber das war wieder ein guter Ansatz. Young. Kanté. Also Räume hat der Nicolas auf jeden Fall. Aber es ist halt auch immer dieses angesprochene, ja, dieses, man ist sicherlich nervös, denke ich mal. Ne? Und natürlich ist es auch punktuell eine Teamfrage. Das ist definitiv auch nicht von der Hand zu weisen. Aber letztlich, wie schon immer gesagt, man muss auch ein bisschen Glück haben bei dieser ganzen Geschichte. Und ich denke und finde, dass sich der Nicolas hier sehr, sehr gut verkauft. Und wer weiß, wenn der Treffer fällt zum 3-1, vielleicht erleben wir dann ein anderes Spiel. Ronaldo, R9. Griezmann. Ja, Tänzchen da, immer noch Griezmann mit dem Abschluss und De Gea. Mit einer sehr guten Parade, immer noch R9. Valencia. Vieira. Neymar. Mit dem Tänzchen im 16er. Und das war stark gemacht. Das war Weltklasse, wenn man das so sagen möchte. Verteidigung einfach aussteigen lassen. Und dann keine Chance für den Schlussmann. 5:0, Yannick Reiners. Und jetzt muss Nicolas seine Träume wohl begraben, den Jackpot hier zu knacken. Aber zumindest seinen Ehrentreffer kann er noch erzielen. Die Zeit hat er definitiv noch. Okay, nochmal Kane mit der Möglichkeit. Ter Stegen mit einer super Parade. Da war die Chance zum Treffer. Ecke ausgeführt. Rui Costa, Griezmann. Und dann ist der Ball wieder bei Ter Stegen. Also Möglichkeiten sind auf jeden Fall da. Leider aus Sicht von Nicolas. Ja, ein bisschen glücklos. Unabhängig vom Resultat, trotzdem ein sehr gutes Spiel, wie ich finde. R9. Immer noch R9 weggeblockt. Rui Costa. Overmars. Rollet. Griezmann. Vieira. Janik nochmal im Vorwärtsgang hier. R9. Schon wieder im 16er. Tänzchen am 16er. Rollet. Ja, das macht er gut. Da hat Nicolas Probleme reinzukommen. R9 immer noch. R9 mit dem Abschluss. Und 6:0. Yannick Reiners. Jetzt wird es natürlich deutlich. Aber das ist einfach auch die Klasse dann von Yannick Reiners. Der eben natürlich absolut im Flow ist. Und Nicolas, wie wir ja schon anfangs erwähnt hatten, das Fußspielen eingestellt hat.
Und wenn du da nicht regelmäßig unterwegs bist, dann ist es einfach auch schwer. Kane, das war wieder gut gespielt, aber dann auch gut verteidigt. Vera. Ferdinand. Seitenverlagerung. Ja, was bleibt zu sagen? Also nächste Woche Montag, das können wir schon mal sagen. 500 Euro im Jackpot von Beat the Pro. Also morgen 14 Uhr natürlich. Setz Football. Stippvisite und 6:0 für Yannick Reiners. Der Stream hängt immer so ein bisschen. Das bitte ich einfach zu entschuldigen. Keine Ahnung warum. Aber das ist ja nicht weiter schlimm. 6:0. Beziehungsweise 7:0 natürlich. Verzeihung. Da hatte mir mein Bild noch was anderes angezeigt. Ja, morgen 14 Uhr dürft ihr euch wieder anmelden. Und vielleicht sehen wir uns dann nächste Woche Montag hier. Zur 11. Folge Beat the Pro, wenn es dann um 500 Euro geht. Also ich denke, dass der Nikolas auch große Hoffnung hatte, hier, ich sag mal, vielleicht diesen Jackpot zu knacken. Bin da auch sehr gespannt, wie seine Meinung zu dem Spiel ist, aber er wird das mit ziemlicher Sicherheit genossen haben. Da bin ich auch sicher. Valencia, Chollet, Griezmann. Nochmal ein guter Ball hier. Neymar mit dem Lattentreffer für Yannick Reiners. Kane. Ein guter Ball nochmal geblockt mit Marcello. Da wäre William fast weg gewesen. Griezmann. Er kann den Ball gut behaupten, wird auch nicht angelaufen. Passt raus auf Neymar, der ist in dem 16er Flanke gekommen. Flanke ist gut. Ronaldo! 8:0! Wuchtiger Kopfball. Keine Chance für den Torwart. Richtig gut gemacht. Und das ist dann auch die Klasse von Cristiano Ronaldo, der diesen Ball dann eiskalt versenkt. Und hier den Schlusspunkt setzt. So viel, denke ich, können wir sagen. Ja, und das war's. Also 8:0 Sieg für Yannick hier in dieser 10. Folge von Beat the Pro. Ich finde, wie gesagt, von dem Nikolas eine sehr, sehr gute Vorstellung. Wobei ich jetzt gerade das falsche Bild habe. Rupp, zack. So, da gehen wir nochmal hin. Genau, eine sehr gute Vorstellung fand ich von Nikolas, auch wenn es jetzt 8 Gegentore waren, aber meiner Meinung nach sind das ja Minimum 3-4 Tore zu viel. Er hat sich sehr, sehr gut präsentiert und hat vor allen Dingen auch Möglichkeiten gehabt, die dann entweder durch den Doppelpfosten oder durch den Tor vereitelt wurden. Trotzdem gebührt ihm natürlich unser Respekt, ganz klar. Und natürlich kann er es jederzeit wieder versuchen. Vielleicht bekommt er irgendwann nochmal die Möglichkeit. Ja, der Rekord von 123 ist, soweit ich es gesehen habe, ist gefallen. Da freuen wir uns natürlich sehr drüber und wir hoffen natürlich, dass dieses Projekt auch weiterhin an Fahrt aufnimmt. Wir gratulieren Yannick Reiners hier zum Sieg hier in dieser 10. Folge von Beat the Pro. Er schraubt den Jackpot auf 500 Euro nach oben, wobei ich mich immer noch frage, warum der Stream immer mal kurz hängt. Keine Ahnung, aber das ist halt so. Ja, und wir möchten uns natürlich bei euch bedanken für euren Support hier an diesem Montagabend. Lasst ein Däumchen hier bei Setz Football und morgen 14 Uhr habt ihr natürlich die Möglichkeit wieder euch zu qualifizieren und die Möglichkeit dann auch gezogen zu werden. Dafür müsst ihr aber mitmachen, das ist auch ganz klar. Und bleibt einfach dran. Ich denke, solange wie dieses Projekt geht, irgendwann wird eure Chance kommen, auch wenn es dauert. Geduld ist eine Tugend. Über euren Support bei SiemerTV, Facebook sowie auf Twitch SiemerTV würde ich mich ebenfalls freuen. Ich bedanke mich an dieser Stelle, dass ihr so zahlreich anwesend wart. Freue mich auf nächste Woche Montag, ganz klar. Und wünsche euch allen einen entspannten Abend, eine ruhige Nacht und eine stressfreie Woche. In diesem Sinne, bis bald.
We'll be right back.